Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich meine kleine Videoserie anfangen, zu der ich dann auch eine eigene Playlist mache, die nur ganz indirekt in Bezug zum kreativen Quantenbewusstsein besteht, wo aber in jedem kleinen Video immer eine Menge ganz konkrete und praktisch nutzbare Anstupser, sag ich mal, sind, um sich das Leben, um sich seinen eigenen Alltag immer mehr zu erleichtern. Auch wenn das vielleicht bei den kleinen Videos im ersten Moment nicht so aussieht, weil es eben sehr spezialisiert oft ist. Die Videos sind auch nicht von mir, sondern von Oliver Bracht, einem Freund von mir, der eigentlich, sag ich mal, was ganz anderes macht wie ich. Der Olli ist also ein Spezialist für, ich sag mal, Internetmarketing. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Der hat eben so eine ganz spezielle Strategie auch entwickelt für Facebook-Marketing. Also für Leute, die irgendwie online vertreiben und so. Wenn einer Fragen hat, dann soll er sich an Olli wenden. Ich setze das immer unten bei den Videos hier in die Beschreibung. Aber ich finde, der Olli macht die Videos super. Und in jedem Video ist, wenn man wirklich genau hinhört, immer was drin, was man gebrauchen kann. Und zwar ganz in echt. Und außerdem sind die Videos echt super. Weil die immer ganz authentisch, wirklich aus dem Alltag sind und immer aus dem Herzen kommen. Auch wenn es vielleicht ein Thema ist, wo ich nicht so viel Ahnung von habe. Aber das spürt jeder. Es geht immer darum, wirklich mehr Klarheit im eigenen Leben zu haben. Und ich weiß das, sag mal, weil ich die Entwicklung kenne, wo Olli so vor einem Jahr angefangen ist, der kannte sich vorher schon sehr gut, ich sag mal, mit Lebensphilosophie, sag ich mal, aus und hat dann eben das kreative Quantenbewusstsein kennengelernt und nutzt eben alles, was da ist für seinen Job. Und ich weiß also, wie sehr sich das in allen Bereichen in seinem Leben zum Vorteil entwickelt hat, seitdem er vor einem Jahr angefangen ist, vor etwas über einem Jahr, zumindest so lange bekomme ich das mit, sich wirklich zu fokussieren. Und ich wünsche dir einfach bei den kleinen Videos, die sind in der Regel immer kurz, eine Menge Spaß und eine Menge Aha-Erlebnisse. Weil da merkst du immer, dass die wirklich aus dem Alltag kommen. Das fühlst du, das merkst du, weil da kommt ganz viel Authentizität drüber. Ich fange also hier mit dem ersten kleinen Video an, mit einem Plan, den der Olli da hatte. Und diesen Plan erklärt er kurz und auch, wie er darauf gekommen ist und was die Ursachen für seinen Plan waren. Viel Spaß also. Ich habe ein neues Projekt am Start, beziehungsweise nicht am Start, sondern das ist jetzt mehr oder weniger erstmal in diesem Bereich hier vertreten und da steckt auch einiges an Druck dahinter. Das heißt, dieses Projekt, auf was ich mich da jetzt einlasse, das darf nicht scheitern. Das muss funktionieren. Die Hintergründe sind die. Ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch, da wurde ich mehr oder weniger inständig darum gebeten, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Das heißt, ohne da jetzt zu tief in die Materie einzusteigen, es geht unter anderem auch um ein gesundheitliches Thema bei meinen Eltern. Mehr möchte ich da dazu jetzt nicht sagen. Und da fiel mir dann erstmal die Kinnlade runter, weil es ziemlich überraschend kam. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich selber jetzt da schon etwas zu lange auf die lange Bank geschoben habe. Also kann da auch niemandem einen Vorwurf machen, außer mir selber. Man hätte das natürlich auch anders kommunizieren können, aber das ist eine völlig andere Geschichte jetzt. Fakt ist, ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Das kriege ich in den Griff. Um da jetzt ein bisschen konkreter zu werden, es geht letztendlich um die Summe von 3000 Euro, die jetzt von mir durch meine Zusage heute Nachmittag zusätzlich zu meinem normalen Gewinnen generiert werden müssen. Und zwar innerhalb der kommenden 4 Wochen. Vielleicht, wenn es 5 Wochen wären, ist das auch nicht weiter schlimm. Aber mein Ziel ist 4 Wochen.
um die Summe von 3000 Euro, vielleicht sogar um 4000 Euro. Das erkläre ich dir jetzt. Und zwar, ich bin dann erstmal ins Auto eingestiegen und bin spazieren gefahren, weil mit dieser Nachricht heute konnte kein Mensch rechnen. Und also das hat mich echt, das war schon fast ein Schlag in die Fresse. Aber ich wollte mich dann da gar nicht so mental drauf einlassen und mir da selber jetzt die volle Schuld zuschieben oder vielleicht sogar meinen Eltern die volle Schuld zuschieben. Das wird mich auf keinen grünen Zweig bringen. Fakt ist, bin dann, ich glaube, über eine Stunde spazieren gefahren, habe überlegt, okay, wie kann ich das bewerkstelligen? Bin dann einige Möglichkeiten durchgegangen im Kopf. Ich könnte zum Beispiel hergehen und alle Online-Systeme, wo ich jetzt am Laufen habe, im Oldtimer-Bereich, im Facebook-Werbeanzeigen-Bereich und so, jetzt die kommende Zeit extrem pushen, das Marketing extrem pushen. Und dann wäre aber, so wie ich es jetzt einschätzen kann, es würde da das nötige Fingerspitzengefühl fehlen, wenn man etwas pushen möchte. Wenn ich es machen würde, dann wären die Chancen 50-50. Es könnte klappen, es könnte aber genauso gut nicht klappen. Das heißt, es muss da jetzt etwas her, wo die Erfolgsquote deutlich über 50% liegt. Und da dachte ich mir zum einen, ich werde dieses neue Projekt jetzt entweder jeden zweiten Tag oder aber jeden Tag wird es darüber ein Update geben von mir und ich werde da jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein kleines Update-Video in diese Gruppe hier hochladen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich anhand von dieser meiner persönlichen Challenge jetzt der ein oder andere was Geiles dabei rausziehen kann, was ihn einfach weiterbringt. Und natürlich setze ich mich damit auch selber nur ein Stück weit mehr unter Druck. Das ist auch noch ein Grund. Und mir fiel dann während des Spazierenfahrens jetzt heute Nachmittag noch was ein. Und zwar, mein Gedanke war, es müsste jetzt etwas her, was ein bisschen höherpreisiger ist, wo ich einfach weniger Kunden brauche innerhalb von 4 Wochen, als wie ich es bis jetzt habe. Und da fiel mir was ein und es hat mich dann neulich mal ein ganz toller Mensch kontaktiert. Dieser Mensch, der ist bei mir im E-Mail-Verteiler drin. Ich hatte ein oder zwei ganz tolle Telefonate mit ihm. Das ist ein langjähriger Unternehmer und er hat bei Facebook meine Werbeanzeige gesehen. Er hat geklickt, er hat meine Landingpage gesehen, er hat sich eingetragen, hat meine Danke-Seite nach der Landingpage gesehen, ist jetzt in meinem Verteiler drin und da dachte er, das möchte er auch haben für sein Unternehmen. Und zwar genau so, weil dieser Ablauf, den er da gesehen hat, der gefällt ihm sehr, der ist auch für sein Unternehmen sehr erfolgsversprechend. Dann habe ich mit diesem Herrn vor einigen Tagen schon telefoniert und ich habe ihm auch ein Angebot gemacht. Habe ich jetzt aber bis jetzt noch keine Antwort. Ich weiß, er ist selber nur am Recherchieren und von dem her, also ich kann mich auch auf diesen Herrn da jetzt nicht verlassen. Aber was geil ist an der ganzen Geschichte, diese Idee und zwar komplette Lead-Systeme anzubieten. Das heißt, das wäre zeitlich machbar, das wäre hochpreisig, so wie ich es brauche, und ich könnte Menschen damit unglaublich unter die Arme greifen. Und das motiviert mich, da sehe ich eine 80-90-prozentige Erfolgsaussicht, wenn ich diesen Weg gehe. Ich habe sowas für andere bisher kaum gemacht, eher für mich selber. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, diese Systeme, so wie ich das handhabe, da weiß ich, dass es funktioniert.
Ich will mich da jetzt auch nicht in den kommenden 4 Wochen unbedingt großartig auf jemand anderen verlassen müssen. Und drum ist da in dieser Situation jetzt für mich der einzige Mensch, auf den ich setze, das bin ich selber. Und das führt mich noch zum nächsten Punkt. Mir kam auch die Idee, dass ich aus oder für den mentalen Rückhalt irgendwie war mein Gedanke, es wäre ganz, ganz, ganz toll und vorteilhaft, wenn mir bei dieser kommenden 4 Wochen Challenge jemand nur ganz kurz am Tag über die Schulter schauen würde, um mich vielleicht, wenn das jemand von außen betrachtet, der mit solchen Dingen eben auch Erfahrung hat, der dann gleich sieht, ah, hoppla, halt, hier geht der Olli in die falsche Richtung zurück. Also ich stelle mir das so vor, dass vielleicht derjenige sich 5 Minuten am Tag Gedanken macht, was bei mir der nächste Schritt jetzt sein könnte. Oder 10 Minuten sich darüber Gedanken macht und mich dann so vielleicht 1, 2 Minuten am Tag ganz durch einen persönlichen Kontakt ganz kurz auf ein paar Sachen hinweisen würde. Und da fällt mir nur einer ein. Es gibt dann nur einen Menschen, der mein vollstes Vertrauen hat, wo ich mir vorstellen könnte, dass er mich da supporten würde. Und ich hatte zu diesen Menschen, ich habe jetzt so die letzten paar Wochen keinen persönlichen Kontakt mehr zu diesem Herrn. Ich weiß nicht, ob er im Moment vielleicht in irgendwelchen Projekten steckt. Ich weiß nicht, ob er sich das selber vorstellen kann, mich da ein bisschen, ja, mir über die Schulter zum Schauen letztendlich und mich ein bisschen zum Supporten. Ich weiß nicht, ob er da dafür Zeit hat. Ich werde diesen Menschen auf jeden Fall fragen, weil das würde mir noch mal einen kleinen Ticken mir selber ein bisschen persönliche Sicherheit geben. Und so möchte ich da jetzt auch beginnen. Das heißt, vorher habe ich schon mal begonnen, alles von meinem Schreibtisch runter zum Feuern, weil es bei mir die nächsten 4 Wochen nur um dieses Projekt geht. Ich werde keine anderen Informationen an mich ranlassen. Ich werde vielleicht sogar noch einen Ticken mehr Sport betreiben und vor allem werde ich mich energiezuführend ernähren. Das spielt auch noch eine ganz große Rolle. Und ja, jetzt zurückzukommen, ich werde diesen Herrn also jetzt fragen, ob er sich das vorstellen kann, die kommenden 4 Wochen so in etwa 15 bis 20 Minuten am Tag für mich aufzuwenden. Das wird dieser Mensch natürlich nicht umsonst machen, das muss klar sein. Mein Angebot für seinen Zeitaufwand, die kommenden 4 Wochen, erfolgsunabhängig, muss ich aber sagen, wäre mein Angebot für ihn 1000 Euro und somit wären wir oder wäre ich von 3000 Euro auf 4000 Euro. Also die Messlatte, das Ziel, das wäre noch ein Ticken höher. Ich habe Bock drauf, ich selber, ich weiß, dass meine Systeme, so wie ich sie am Laufen habe, funktionieren. Und ich weiß, ich kann damit Menschen helfen, die selber nicht das nötige Wissen haben oder selber nicht die Zeit haben oder nicht die Lust haben, sich darum zu kümmern, sowas selber aufzubauen. Da bin ich der richtige Mann. Das kann ich für, falls es menschlich passt natürlich, kann ich das diesen Menschen auf die Beine stellen. Und dazu würde ich brauchen, im Endeffekt, wenn ich ein System, erstmal das erste wollte ich jetzt mal anbieten für 1000 Euro netto. Ich werde das dann auch über bestimmte Targeting-Techniken natürlich nur an bestimmte Menschen dieses Angebot ausspielen und schauen, dass ich mit diesen Menschen in Kontakt komme, um zu eruieren, ob ich das, was sie brauchen, auch überhaupt so leisten kann. Ich werde ihnen dann auch mein Angebot machen und dann müssten die kommenden 4 Wochen mindestens 4 Kunden her. Ich traue es mir zu. Ich wollte für so ein Lead-Aufbausystem zum Erstellen für jemand Fremden, ne?
in etwa 4 Tage benötigen. Und wenn es 5 Tage sind, dann sind es 5 Tage. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe Bock drauf und vor allem, ich traue es mir zu. Ich werde euch in dieser Gruppe hier daran teilhaben lassen. Ich werde die Videos hier zu dieser Challenge nur in dieser Gruppe hier teilen. Weder bei mir auf dem Facebook-Profil noch bei mir auf der öffentlichen Facebook-Seite, sondern nur hier. Ich lasse mich selber überraschen. Vor allem, ich habe Bock drauf. Ich traue es mir zu. Ich würde mich langfristig da ein Stück weit unabhängiger machen noch. Ich glaube auch, das wäre jetzt dazu das letzte i-Tüpfelchen, dass ich endgültig dahin komme, wo ich hin will, wenn diese Challenge erfolgreich verlaufen wird. Tja, mehr dazu gibt es morgen. Ciao.